Hallo und willkommen zurück auf meinem wunderbaren Kanal namens WLAN-Land. Ja, wir sind hier in der Vergangenheit und spielen hier Nate Junior und gucken mal, was sich in diesem wunderbaren Grammophon verbindet. Oh, es spielt wahrscheinlich. Herrlich. Wenn man irgendwo einbricht, sollte man sich doch besser ruhig und leise verhalten und nicht die klassische Musik auflegen. Ja, wir sind auf der Suche nach irgendwas, Bücher, Dokumente oder sonst irgendwelche Hinweise auf irgendetwas, wo ich gar nicht weiß, was wir suchen. Aber wir finden es, bin mir sicher. In der Zwischenzeit lassen wir uns von der schönen klassischen Musik berieseln. Und genießen dieses wunderbare Spiel. Herzlichen Dank auch an all meine Zuseher im Schnitt. Sind so 12, 13. Das ist für euch. Ach, hier ist die Eingangstür. Gut, weg da. Ja, ein bisschen Ironie und Spaß muss sein. Ich weiß nicht wohin. Da sind wir hergekommen. Mich nervt der Bruder schon wieder. Der ist schon wieder verschwunden. Wir sind ja von oben gekommen, oder? War es auch die Treppe? Ah, nee. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Ach, wir suchen Moms Sachen. Die suchen wir mal. Moms Sachen. Verschlossen. Auch verschlossen, okay. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Monstrum Heisel ist es. Ist da noch irgendwo rauf? Nee, das ist hier schon Ende. Was sieht der? Da hoch? Über die Lüftung? Oder was ist? Bisschen kriechen? Ich komme da eh nicht rauf als kleiner Zwerg. Der Sam wird uns schon sagen, was zu tun ist. Der Lüftungsschacht. Ah ja, doch, okay. Ich gucke erstmal, was da noch rumliegt. Das will ich jetzt wissen. Ein iPad. So ganz allein. Okay, schön. Gut, dann klettern wir mal hoch. Zwecks der Lüftung. Schleichte. Der Sam ist echt Weltmeister im blöd rumstehen. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Okay, dann muss der uns da wahrscheinlich ein bisschen raufhelfen. Vielleicht ist der Helm auch ein bisschen hinderlich. Ich muss da rauf, okay. Aber da komme ich so nicht rauf. Nö, das bringt mir alles hier nichts. Hier, sieh dir das an. Wo ist der Bruder hin? Sieht der nicht mal mit der Taschenlampe rumleuchten, aber da ist er. Was hat der da? Geheimgang? Versteck? Drück mal. Ui, da ist was rausgefallen. Polaroid-Kamera. Für alle, die es nicht wissen. Früher hat man so Bilder gemacht. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Also, er ist ein Fotoapparat. Und jetzt lächeln. Cool. Selfie. Verlier's nicht. Check it like a Polaroid picture. Schütteln. Polaroid hat mal gesagt, schütteln bringt gar nichts.
Aber jeder macht's. Nice. Cooles Bild. Gefällt mir tierisch gut. Weg damit, braucht kein Mensch. Was jetzt? Okay, hier oben. Was hier oben? Soll ich da rauf? Nicht runterfallen. Ach, das ist der Weg zur Lüftung. Interessant. Aber warum geht's nicht weiter? Muss ich mich da einmal fallen lassen? Nö. Muss weitergehen. Achtung, nochmal. Und hops, hops. Ach, da geht's noch höher. Ja, der Wahnsinn. Wir müssen um dieses Ding rumkrabbeln. Jetzt pass auf, jetzt wird's lustig. Oh nein! Fällt eins runter? Ist was runtergefallen? Nee. Okay, jetzt am Kreuz hier rauf. Am Steuerrad, nicht Kreuz. Was ist das? Das Ding macht mir ein bisschen Sorgen. Ist das so eine Art Bewegungsmelder oder Brandmelder? Aber anscheinend stört es den kleinen Nate nicht. Hui. Mordstrom-Lüftungsschacht. So. Okay, die Räume müssen dann in diese Richtung liegen. Nicht? Okay, hier. Da sind wir ja reingekommen, oder? Da mal rechts rum. Rechts rum geht nicht. Links. Ah ja, okay. Da scheint ja doch was zu sein. Das machen wir mal auf. Und noch ein beherzter Tritt. Schon liegt der Bub am Boden. So. Okay. Okay. Was haben wir hier? Bin drin. Aspirin, hä? Warte. Was ist das? Eine spezielle Creme oder? Ist ja auch wurscht, unwichtig, sonst hätte es ja nicht zurückgelegt. Von hier ist sie auch verriegelt. Okay, wir suchen einen Schlüssel. Ein Schlüssel liegt immer am Bett. Ist sie am Bett? Nö. Boah, ich lese euch das schnell vor. Evelyn, ich hatte gehofft, dass bla 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 bla. Edmund, alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich glaube nicht, dass das jemals wichtig sein wird. So eine Art medizinisches Zimmer oder Krankenzimmer, hm? Hab ihn. Da ist der Schlüssel, okay. Und wo habe ich gesagt, dass der liegt? Ja, nicht zurücklegen, den brauchen wir. Ah, er steckt ihn ein. Er liegt am Bett. Wie im echten Leben auch. Was haben wir da? Ein schönes Bild von wem? Oh, schön. Gut, dann sperren wir mal auf. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Wir werden was finden. Ich muss sagen, das ist eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Gespiele, die Folgen davor. Mal wieder ein bisschen so ein Rückblick, Flashback. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Das macht auch mal wieder Spaß. Vor allem, da ist der Bruder noch nicht so unsympathisch. So eine Laus. So ein Dreckerte. So ein Ratz. Gut. Dann schauen wir mal hier entlang. Viele Erinnerungen, oder? Hast du da was? Hast du da was? Das sind sie. Ey, super, wir haben Erfolg gehabt.
Aber es war auch nichts anderes zu erwarten. Ein bisschen nachdenklich wirkt der kleine Nate. Schauen wir mal. Wahrscheinlich gibt es da jetzt ein paar Erinnerungen. Reichtümer des Paradieses? Okay. Aha. Henry Avery. Der ganze Raub. Okay. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, Hinweise halt. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Ah ja, was habe ich gesagt? Zielen Sie nur auf mich. Hier werden erwischt. Mein Buch. Okay, okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Wer ist die alte Oma? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Okay. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Wendet sich vielleicht auf den Guten. Erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Oh ja, erst mal eine Kippe. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sit Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften ist noch ein Abenteuer, dem ich lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Also, sind wir aus dem Schneider, ja?
Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Na, das alte Oma ist in keinem guten Zustand. Danke. Die Sammlerin. Das Haus tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. So, jetzt müssen wir ein bisschen vor der Polizei flüchten. Oh Gott, jetzt stirbt die Alte. Okay? Fuck. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Fuck, hey. Fuck, fuck. Hey, hey. Das ist die Alte tot. Sam? Sam, hier ist die Polizei. Alter Fucker. Wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Huiuiui. Die haben was erlebt, die Jungs. Ja, dann immer über starke Raucherin, die gute Frau. Cool, es sieht aus wie hier bei Grand Theft Auto. Fenster, komm! Los geht's. Wir flüchten. Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Wäre ja grandios, wenn wir jetzt nicht noch in eine Schießerei verwickelt werden. Denn wir sind ja unbewaffnet. Obwohl der andere hätte, oder wir hätten die Waffe von der Euden da mitnehmen sollen. Aber gut. Oh oh, ich bin tot. Spiel ist vorbei. Nee, ich versuch's nochmal. Ich bin nämlich so eine Art Meisterspringer. Sehr gut. Uiuiui. Die Dachrinne. Und hoch. Bei mir will der noch nicht hoch. Warum, weiß ich nicht. Das macht aber auch nichts. Seht ihr, das recht locker. Ja, man muss erstmal unterm Fenster stehen. Was sagt er? Spring einfach. Das mache ich. Und 1, 2, 3. Wir springen einfach. Und ziehen uns nach oben. Schornstein. Wie heißt das, was die Jugend immer betreibt hier? Freerunning oder Parkour. Das ist ja eigentlich nichts anderes hier. So. Ich weiß nicht, wo der hin ist, der dumme Bruder. Der ist mir leider immer so ein bisschen zu schnell. Lass mich da einfach mal runterfallen. Und, wohin? Das ist so ein Rindvieh. Geht klar. Und, heps. Sprung 1, Sprung 2, Sprung 3. Von hier. Ui, ui, jetzt werden wir erwischt. Oh Gott. Die sind ja wirklich in Trouble jetzt. Jetzt rennen wir da mal schön weg vor denen. Wahrscheinlich wird gleich geschossen. Nein. Oder wir werden erwischt. Oh ja, wir. Das schaut alles nicht gut aus. Sprung rüber. Ui, ui. Nein, den Bruder haben sie, oder nicht? Sehr sinnvoll, den Namen laut zu rufen, wenn 1000 Cops da stehen. Ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten, als wir immer geflüchtet sind vor der Polizei, hatten wir einen anderen Namen. Ja. Oh, der hat uns. Aber ja, so wie ich auch früher konnte ich fliehen. Ich habe früher auch immer die Polizisten geprügelt. Ah, naja, ich war ein bisschen kräftiger benannt. Ah, jetzt hat er uns. Das ist ja furchtbar. Jetzt kommen wir wahrscheinlich da in dieses Jugendheim oder diese Jugendanstalt. Ach nee, doch nicht. Ich kann weiter flüchten. Komm, einfach mal weg. Ah, Grutzi Fünferl. Ja, leck mich fett. Nate, hier drüben. Wo ist der Verbündete? Lass mich los. Das ist natürlich schlecht, wenn man nicht weiß, wo der ist. Ich hab ihn erwischt. Ja, jetzt hat er mich erneut erwischt. Das sehe ich aber recht lockerlässig, weil das werden wir schon hinbekommen. Aber... wann ich das schaffe und ob ich das schaffe, das seht ihr in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Morgen 20 Uhr. Habe die Ehre. Ciao. Servus. Über ein Abo würde ich mich auch freuen.